Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Paper Mario und die Legende vom Millionentor. Wir haben von X einen Superhammer bekommen und einen leckeren Kuchen irgendwie von einem Fan bekommen, den wir jetzt kriegt verspeist haben. Und der war gut. Der hat geschmeckt, der hat unsere Kraft drin generiert, aber jetzt. Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Einen weiteren Kampf. Und wir haben eine Drohmail bekommen, quasi von irgendjemand, das finde ich herumschlüpfen sollen, aber auf die Drohmail gehen wir einen. Also, du bist den Endkampf am gut. Dein Folgegegner ist gegenwärtig operativ. Du kämpfst gegen Kamek, den Mörder. Im Folgekampf solltest du keine Hammer-Attacke benutzen. Ich bin gespannt, wie du dich ohne Waffen snackst. Danke mir einen guten Kampf. Okay, das machen wir doch. Keine Hammer-Attacke? Warum? Da. Oh, da ist der Aushilfe. Bomba! Dein Kampf beginnt, folge mir! Okay. Dann gehen wir mal hinterher. Oh, das kam mit mir. Das hat da das letzte Mal schon mal 5-mal Schaden nehmen. Ich war beinahe gestorben zwar. Die Gegner im Bodycap, der Krabbelklapp der Bamba Luigi und die Therapie, die Kamek demandet. Wir lassen uns niemals besiegen. Du wirst dich wundern, was echte Magie alles vermag. Let's fight. Okay. Dann hauen wir ja mal zu. Du darfst keine Hammerattacke benutzen. Scannen. Du bist ein roter Kamek wahrscheinlich. Das ist ein R-Kamek, ein roter gekleideter Kamek. Mit vieler voller Manikstake 7, Angriffsdauer 4, Verteidigung. Neben Angriffsdauer versteckt seine Kraft auch Angriffe und Verteidigung. Er ist alleine, schafft er sich durch Magie-Doppelgänger. Dadurch wird er für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ich finde allerdings nicht, dass ihm Rot besonders gut steht. Das ist nur eine Meinung. So, ist schon mal der erste ist schon mal tot. Aua. Ach, der hat den ersten Truppen zwar noch. Ist egal. Dann machen wir das hier. Dann machen wir dich zuerst. Das ist ein grün Kamek. Ein grün gekleideter Kamek mit voller Zauberpower. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Er lädt deine Gegner elektrisch auf oder macht sie durchsichtig. Ist alleine, schafft er sich durch Doppeldinger an. Dadurch wird er für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Ja, sehr schön. Oh, oh. Drücke vor der Landung. Ah, okay. Meine Angriffskraft wird verteilt. Zauber erhöht Angriffskraft. Sehr schön. Uiuiui. Der ist auch schon mal geschafft. Das ist ein Wildkamek, ein weiß gekleideter Kamek voller Zauber. Maximal 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Seine Spezialitäten sind Erfrischungszauber, mit denen er deine Gegner fit macht. Ist er alleine, schafft er so Magie-Doppelgänge. Dadurch wird er für dich schwerer, den echten Kamek anzugreifen. Oh, toll. Nein! Ach, irgendeinmal. Ich glaube, ich weiß, welche Kamek. Nein, okay. Ich glaube, der ist es. Nein! Power Dots unnötig verschwindet. Ach, da war der kleine Frischling. Okay. Sehr gut. Super. Jetzt haben wir ihn auch besiegt. Yes, Baby. Ganze 80. Oh, ich weiß, was uns jetzt bevorsteht. Oh, wow, wow. Der Gewinner ist Bamba Luigi. So geht das. Hä? Bowser. Was ist das denn? Schon wieder ein unangemeldeter Körper. Bomba ist der, der eine Menge Feinde zu haben. Ein unglaubliches Wende. Das ist ausgerechnet deswegen fest in meinem Tassel. Nicht ja, manchmal hat man eben wirklich Glück.
Und bevor ich mir das Sternengewehr schnappe, bekommst du auch noch deine Lektion. Ach, kannst du nicht mal uns in Ruhe lassen? Heute teilst du was Schwertes in mir steckt. Ja. Tu das. So, erstmal gibt sie mir Kraftpunsch. Yes, baby. Schau dir jetzt mit dem Powerweine voll auf die Zwiebel. Ach, ganze drei nur, ey. Das ist Bowser. Aber was macht der denn hier? Maximal KP 30, Angriffskraft 3, Verteidiger, ein gefährlicher Gegner. Besonders fies ist seine giftiger Biss. Danach sinkt seine KP ganz langsam. Nach seiner Sprungattacke kannst du bestimmte Techniken nicht mehr benutzen. Konzentriere dich ganz einfach darauf, ihn zu besiegen. Ja, ich mach das jetzt anders. Ich hau den jetzt noch einen Charge hinterher. Junge, ganz jetzt plus 2. Uiuiui. So. Ich glaube, das tut jetzt weh. Ach nö. Du bist Mario. Findest du das eigentlich gut, deine Gitter so fertig zu machen? Ja. Oh, Techniken gesperrt. Oh, oh. Ich glaube, meine Fee hat heute Glück. Yes, baby. Zauber erhöht Angriffskraft. Das war's, Bowser. Wie viel? Nicht mal ansatzweise, um ein Level abzubekommen. 15 Sternpunkte erhalten. Yes, baby. Ja, wir machen das jetzt hin, dass ihr du. Ja, das ist unser Bomba. Der unbekannte Kämpfer liegt sich am Boden. Du bist unnachbar Bomba. Und wir warten gespannt auf den nächsten Kampf. Aber für uns. Also bis bald in der Arena. Yes, baby. Wir haben more monies. More monies. Bitte, deine Gage. Yes. Oh, ganze 13 Münzen erhalten. Rario steigt auf Rang 5. Oh, ich lasse dich jetzt alleine. Also man sieht sich. Yes. Dass dieser Kerl auch noch hier aufkreuzt, damit hätte ich ja nicht gerechnet. Ja, ja, okay. Machen wir mal einen Kampf. Automatisch, was müssen wir so kämpfen? Also, Baba, der möchte andere Kampf anwenden. Andere Gutheit, folgende Gegner. Es gibt mir die Aufregung, du kämpfst gegen Lantissimo. Im Folgekampf hast du keine Sprungattacke benutzt. Ich möchte eine faire Kämpfe reklamieren. Okay, zeig mir einen guten Kampf. Ja, das war sowieso klar, dass ich da eh keine Sprung hatte. Lass mich durch, wir schlafen. Yep. Yes, baby, ich leg mich hin. So, ich sollte. Oh, da kommt wieder der neue. Bomber, dein Kampf beginnt, folge mir. Okay. Du solltest an deiner Stimme was ändern, mein Freund. So, ich hoffe, der neue kommt jetzt. Ja, Gumbrina, wir warten auf dich nicht. Lanzissimo. Die beiden Gegner im Kampf. Die kommen knapp. Bomber, du Idiot. Der Hüpfer der Finderlitz, Lanzissimo. Wir lassen uns niemals besiegen. Na, du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Let's fight! Okay, let's fit, habe ich gesagt. Fit, fit. So. Keine Sprungattacken benutzen. Das war mir sowieso klar, da könnte das mal ein Power-Horror von machen. Und ein Scan. Was ist das eigentlich für ein Lappen? Das ist ein Lanzerherr. Lanzerherr sind schwer bewaffnete Rabenviecher. Maximal KP 20, Angriffskraft 6, Verteidigung nur. Ziemlich starke Gegner. Seine Lanze schützt ihn leider vor Sprungattacken. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden. Ja. Ah, ich sehe es auch. Sehr schön. Ich auch hier. Und Kupio macht heute den Rest.
Warte. Ich habe auch ein Hihihihi. Warte. Oi! Oh, Kupiol braucht es. Yes, baby. Und damit haben wir unser Level ab. Okay, was leveln wir jetzt ab? Level up! Level up! So. Ich habe auch eine Idee, was wir jetzt ableveln. Ordenpunkte. Weil das jetzt das nächste war. Und danach kommen die anderen Punkte, wie immer. Und da gibt es ein Bumble-Level-Deal. Gewonnen! Bitte, deine Gage. Meine Nase läuft, ey. 14 Münzen erhalten. Mario steigt auf Rang 4. Ich lasse dich jetzt alleine. Also, man sieht sich. Hm, Totsukova, du bist mir immer noch gruselig. Oh, Mario. Da habe ich wieder eine Mail bekommen. Hm. Geh zur Telefonzelle vor der Arena X. Hat ihr wieder eine Mail von diesem Mädchen zur Telefonzelle? Irgendwo habe ich schon einmal eine gesehen. Suchen wir sie. Ja. Warte kurz. Er macht den Riss. Dann gehen wir mal dahin und schauen mal. Ich weiß nämlich, wo die Telefonzelle ist. Ach, Aurelius. Hey, Bomber. Du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aussehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufsagen. Dieser glitzende Kopfprotz mag dich uns zu drohen. Aber wenn er doch uns droht, dann war die Mail von neulich vielleicht von ihm. Aber egal, von wem die Mail kam, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Natürlich sollten wir das. Eigentlich läuft das jetzt ziemlich gut, bis auf den Kampf gegen diese zwei Vollidioten. Muss ich sagen, hätte besser ausgehen können. Wir gehen jetzt nochmal weiter. Und immer noch hängt mein Poster da. Oh, sehr schön. Ach, rasender Reporter, was hast du denn zu sagen? Bomber Luigi, kannst du uns mal mit einem einzigen Wort sagen, wie du dich nach diesem Aufstieg fühlst? Geil. Ja, nur einziges Wort. Geil. Wenn nicht, dann möchte ich noch ein Wort. So. Los, dann lass uns mal zur Telefonzelle gehen. Oh, ein Schlüssel. Ein Lagerschlüssel halten, öffnet die Tür des Lagerraums in der Arena. Was? Der spricht da. Hör auf, mich zu belästigen. Hä? Hallo, Mario. Kommst du voran? Ich bin's, Luigi. Wer verstößt bitte? Hallo, Mario. Ich bin Professor Goomba. Pass gut auf dich auf. Aha. Hallo? Tut mir leid, wir liefern derzeit nicht. Hä? Hallo, hallo, hallo! Snake! 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 Hallo? Mario, hier ist der Bürgermeister vom Blütebeiner. Wie geht es, Kupio? Hallo? 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 Ja, Snake, wir wissen, dass du los bist. Oh, wieder eine Mail von den Unbekannten. Gehe ins Lager neben Klebons Büro X. In das Lager? Geh her hin? Geh dorthin? Langsam wird ich mir da in den Bund. So, wir gehen erstmal mal zum Souvenirladen. Ich will mir noch ein paar Items kaufen, bevor wir hier irgendwas machen. Ich gehe mir noch einen Kraftpunsch holen. Ja. Zwei Kraftpunsch. Drei Kraftpunsch. Du hast eine Menge Rabattpunkte. Du hast einen Pilz als Prämie. Yes. Ein Wutpilben. Und drei Superpilze. Kannst du noch eins sagen? Yep. Und noch eins. Ja, Baby. So, jetzt haben wir alles. Wir sind voll ausgerüstet jetzt für die nächsten paar Kämpfe. Jetzt gehen wir mal dorthin. Los, mein kleiner Dino-Freund, lauf da hin. So, wo das Klebom-Büro ist, hier eine Abkürzung. Wir gehen nämlich diesen Gang. Wo sind die Maus? Vielleicht ist sie Mrs. X. Hallo, oh, kühner Kavalier. Du solltest dich ziemlich gut schlagen in der ersten Liga. Aber gegen Aurelius hast du nicht die geringste Chance. Wer weiß. Nur derjenige, die zu glitzernden Meisterkotrick passt zu mir. Wie eingeschnappt.
Oh. Du weißt also nicht, wer hier reingekommen ist? Nein, so ist es, Totskova. Ich habe Geräusche gehört, die aus dem Zimmer kamen. Ah, okay. Überlass das mir. Geh zurück in deinen Platz. Und sprich mit niemandem darüber, okay? Hierbei. Du, was hast du denn hier verloren? Halte dich fern von Orten, an denen du nichts zu suchen hast. Ja, ist gut. Snake. Wir haben einen Schlüssel. Nagelschlüssel öffnet die Tür des Nagelraums in der Arena. So, dann machen wir mal einen Job. Na, Mrs. Nagarine. Oh, so sieht man sich wieder, dieser Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin vom Bomber? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Diebin oder so. Also, was warst du hier wahrscheinlich, die man hier aus diesem Zimmer gehört hat? Ach, kein Fall. Nur Dilettanten machen Geräusche. Es muss nur irgendjemand anders hier gewesen sein. Egal. Aber du bist auf alle Fälle eine Diebin, oder? Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also nach Herzenslust bedienen. Oh, ich habe noch nicht die drei Ohren aus. Hihi, also danke, Sascha. Zeit hat dir zu sagen. Wow, das ist der berühmte Kuss. Also nur für dich, Bomba. Übrigens, in dieser Sache gibt es Menge seltsamer Orte. Pass auf dich auf, nicht so endest du wieder da oben. Also bis dann, dieser Meisterschnauzer. Wir sehen uns. Und weg ist die. Wie sich so ein Kuss wohl anfühlt? Warte nur ab, wenn ich erst erwachsen bin, dann. Aber eine Frage, Bomba, die da oben, was soll das eigentlich heißen? Finde den Schalter für die Treppen und geh nach hoch. X. Der Schalter für die Treppen? Kannst du mir sagen, wo hier eine Treppe sein soll? Ich wollte mal was gucken. Kann ich noch schnell? Ja, ich habe genug Zeit für diesen Part noch. Oh. Dann machen wir das schnell. Ob da noch unser anderer Held ist? Er ist nicht mehr da. Er hat so Mysterien aufgestellt, die ich euch vorlesen wollte. Vielleicht kann ich ihn nachher sehen. Oder nochmal lesen. So. Wie das aussieht, eigentlich Yoshi so zu stöppeln. Vielleicht kann man... Nein, kann man nicht. Okay. So, vielleicht hilft der Arona. Arona. Vielleicht hilft uns der Ash Arona. Nein, tut's nicht. Okay. Oh, geil. Ja gut, das ist kein Geheimnis, das kann man feststellen. Oh, Charge P-Orn erhalten. Dein Partner kann Charge in Taktik auswählen. Ich wollte eh jetzt Orn anlegen. Stimmt. So, tut mir nichts, Orn, tue ich jetzt weg. So. Bessere Orn. Ich wollte eigentlich Kraft Plus oder BP Plus ansetzen, aber reichen 20 noch. So, machen wir weiter mit Arona. So, machen wir das mal hier sauber. Ah, sehr gut. So, ich werde jetzt wieder zum richtigen wechseln. Ah, das ist die ominöse Treppe. Aber ich finde immer diesen Klappmechanismus von dem Papier richtig gut gemacht. Dann sollten wir machen, aufgehen. Oh, eine Insignie. Zack. Eine Insignie erhalten. Das ist sehr gut. Aha. Oh, ein Orden. Sehr gut. Den schnappen wir uns. Was ist denn das für ein Orden? Orden KP plus P. Erhalte, erhöht deine Gesamt-KP deines Mitstreiters um 5. Okay. Warum auch nicht, ne? Sonst irgendwas? Nein. Dann sollten wir mal runtergehen. Wo landen wir jetzt? Oh, unter dem Dach in den Röhrensystem. Oh, da ist irgendwas. Aha. Oh, ein Loch. Und da wird etwas geredet. Dann sollten wir da mal runterschauen. Aber in dem Dach kennt niemand, oder? Nein, die Tür ist fest verschlossen. Mensch, machen Sie sich keine Sorgen. Ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Dann in dem Lager gibt es ohnehin nicht viel.
Du hast sehr gut aufgeräumt, aber wir sind eigentlich auch marode geworden. Ich habe noch nichts über ihn herausgefunden können. Deshalb habe ich dein Register gelöscht, wie es in der Regel verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unseren Unternehmen nicht mehr. Genauso habe ich auch mit dem anderen verschollenen Kämpfer gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr ist passiert häufig, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht die Arena sehr verflucht. Also, Herr Klappert, ich verstehe das auch nicht. Sag den anderen Kämpfer Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt. Ihr müsst auf dem Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwindet. Wenn diese Info public wird, laufen uns Zuschauer und Kämpfer davon. Alles klar, ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Klobone. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was ich da immer so mache. Herr Klobone, ich habe doch auch Recht auf ein Privatleben, oder? Ach, noch etwas. Hast du schon mal einmal etwas von Daniel Wick gehört? Was? Nein, noch nie gehört. So. Gut, verdammt. Also, gut, dann darfst du jetzt gehen. Klabon, also. Haha, du Sack. Du hast mehr unter deinem Hut versteckt. Trotzdem, danke, gib mir die guten Kämpfer an. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Bittenmann. So gut wie ich. Hey, Bomber, hast du das gehört? In letzter Zeit verschwinden also immer wieder Kämpfer. Marono war doch der aus der Zweitliga. Wollte er nicht aufhören und heimkehren? Hey, ist da jemand? Piep, piep, Kuckuck. Mau. Mau, mau. Ich glaube, in der Tat ist da hätte sich jemand verdeckt. Und gut, dann an wieder zurück an die Arbeit. Ach, du fällst einfach auf alles rein, du Lappen. Ach, puh, das ging ja gerade noch mal gut. Hast du denn auch gehört, dass Kolumbien von Jeremy gesprochen hat? Und diese Tutskuba scheint mir auch nicht ganz sauber zu sein. Aber verdrücken wir uns lieber, bevor wir hier entdeckt werden. Okay, da hat der kleine Joshua Rash. Zack. So. Ich würde mal sagen, wir beenden hier den Part an dieser passenden Stelle und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen dieses Partes. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Paper Mario und die Legende von Mio und Tor. Vergiss das Kommentieren, Liken und so weiter und so fort. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.